Wenn ihr dabei seid, bin ich auch dabei. Alleine werde ich das Projekt verlassen. Hey Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft-Helden. Und heute darf ich euch zu einer wirklich sehr, sehr besonderen Folge begrüßen. Denn, meine Freunde, heute ist der Tag der Tage, an dem die Paul Berger Ritter aus dem Schatten hervortreten werden, Leute. Wir haben uns alle zurückgezogen. Die Paul Berger Ritter wurden zerschlagen. Unsere Paul Berger Burg wurde zerstört. Aber heute ist der Tag, an dem ich die Paul Berger Ritter wieder zusammentrommeln werde. Und heute werden wir wirklich unser großes Comeback machen und uns alles wiederholen, was uns genommen wurde, Leute. Wenn ihr das Ganze feiert, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr auch wieder wollt, dass die Paul Berger Ritter zurückkommen. Ich habe auf jeden Fall einiges geplant, Leute. Und zwar müssen wir natürlich als allererstes mal alle Paul Berger kontaktieren. Alle Paul Berger Ritter müssen wir zusammentrommeln und ich hoffe, dass die anderen da auch dabei sind, dass sie genauso sehr Bock haben wie wir, darauf wieder gemeinsam als Paul Berger Ritter hier in Minecraft-Helden aufzutreten. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse es, in unserer Burg rumzulaufen. Wir leben ja hier nur noch in unserem kleinen Bunker, den wir uns hier gebaut haben. Ich meine, wir wurden angegriffen. Unsere Burg wurde mehrfach zerstört und mehr oder weniger haben wir eigentlich alles verloren. Aber Leute, heute werden wir uns wirklich alles wieder zurückholen. Ich möchte die Burg wieder aufbauen. Noch mehr sogar. Ich möchte uns ein komplettes Paulberger Ritterdorf bauen, Leute. Und dann will ich wieder hier gemeinsam die Welt erobern mit den Paulberger Rittern. Ich hoffe, dass die anderen mit dabei sein werden. Wir werden jetzt auch hier gleich mal in den Chat reinschreiben. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir die überzeugen können, ob alle wieder mit dabei sind. Blackjack, IT, MBK, Awesome Elina, Leute, alle, die eben dazugehören, ihr wisst Bescheid. Aber davor würde ich sagen, wir craften uns jetzt hier erstmal noch ein paar neue Goldäpfel, weil ich habe überhaupt nicht mehr viele Goldäpfel auf Lager. Ich habe hier außerhalb von der Aufnahme mal noch ein paar Bäume gefällt und habe hier 8 Äpfel bekommen, aber das ist alles, was ich hier bekommen habe, Leute. Und jetzt haben wir insgesamt wieder 13 Äpfel, also wir müssen auf jeden Fall mehr Äpfel farmen. Gold haben wir genug, Äpfel brauchen wir noch ein bisschen mehr für Goldäpfel und unsere Rüstung ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen zerstört von dem Kampf mit Alphastein in der letzten Folge. Das heißt, unsere Rüstung müssen wir auf jeden Fall hier auch nochmal reparieren. Zack, 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 zack. Es ist natürlich hier extrem wichtig, Leute, hier immer mit einer gut reparierten Rüstung durch die Gegend zu laufen. So, und hä? Was ist denn das für nur? Ach so, Leute, das ist meine alte Hose. Die kann ich ja gar nicht mehr reparieren, Leute. Ey, das ist ja gar nicht gut. Okay, warte mal. Was können wir jetzt überhaupt hier noch reparieren, Leute? Warte mal, kann ich jetzt hier meine ganze Rüstung... Meine ganze Rüstung kann ich hier nicht mehr reparieren. Okay, das... Oh, okay, den Helm. Den Helm können wir noch reparieren. Das ist schon mal gut. Ich meine, wir haben ja zum Glück eine Backup-Rüstung. Aber ich dachte, wir könnten die irgendwie noch mal reparieren, Leute. 32 Level kosten die Schuhe. Ach, du Heilige. Okay, okay. Gut, das, dann lassen wir das erstmal. Naja, immerhin haben wir eine Backup-Rüstung dabei. Das ist ja schon mal was, Leute. Okay, die restlichen Diamanten können wir jetzt einfach mal hier bei uns behalten. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal gemeinsam zur Paul Berger Ritterburg und da werden wir dann gemeinsam die Paul Berger Ritter zusammentrommeln und ich hoffe, wir können alle davon überzeugen, dass wir gemeinsam wieder die Paul Berger Ritter gründen, Leute. Let's go. Leute, ich bin hier gerade auf dem Weg zur Paul Berger Burg, aber was ist das denn hier? Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Seit wann ist denn hier sowas Gebautes im Wasser? Angelpoint der Schande. 8 Stunden angeln, 0 mal Mending. Hilfe. Okay, also da ist echt jemand verzweifelt, hat hier die ganze Zeit Mending gefarmt und hat original nichts gefunden. Na gut. Ich dachte schon, wir hätten jetzt hier eben eine YouTuber-Base oder so gefunden. Aber okay, Leute, dann gehen wir mal weiter. Ey, Leute, was ist das denn hier? Hä? Das ist ein Zombie. Ey! Was ist das? Hä? Hä? Das ist ein Zombie, der auf einem Skelettfisch geritten ist? Was haben wir hier gerade gedroppt, Leute? Wir haben irgendeinen Fortschritt erhalten. Leute, was war das hier gerade? Fischknochen. Was kann man aus Fischknochen machen? Leute, ey, was war das für ein Monster? So eins habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Warte mal kurz. Wir ziehen mal kurz unsere normalen Schuhe an. Nicht, dass jetzt hier irgendwie gleich so ein super starkes Monster kommt, weil die Wale machen ja irgendwie auch voll viel Schaden. Was war das gerade? Irgendein Skelettfisch auf einem Zombie? Auf jeden Fall ein Fischknochen haben wir bekommen. Da ist nur Eisenklumpen drin, nothing special. Eine Lederkappe, gut, das brauchen wir irgendwie auch nicht. Seltsame Suppe, nehmen wir einfach mal mit, Leute. Na gut, okay, ey, das war komisch. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier rausfinden, was wir damit machen können mit diesem Fischknochen. Vielleicht kann man damit irgendwas super Seltenes craften oder so. Warte, wir gucken mal hier kurz. Fischknochen. Was kann man damit machen, Leute? Okay, da steht jetzt hier kein Crafting-Rezept. Wir werden es einfach mal behalten. Vielleicht können wir damit irgendwas Cooles craften. Immerhin konnten wir ja auch mit diesem Wahlzeug, was wir da irgendwie gedroppt bekommen haben, diesen krassen Echolokator machen. Aber okay, gut. Wir gehen jetzt mal wirklich weiter zur Paulberger Burg. Ey, ich finde hier ganz komische Sachen auf dem Wasser. Und wir sind da, Leute. Die gute
gute alte Paulberger Burg bzw. der Paulberger Hafen. Ey, es ist so traurig, wie zerstört hier alles ist. Es ist unfassbar, wie das hier aussieht. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin trotzdem motiviert, irgendwie alles wieder aufzubauen. Wenn alle anderen mit dabei sind, der Rest der Paulberger Ritter, wir können das schaffen, wir können das wieder aufbauen, Leute. Alleine für mich ist das zu viel, aber wenn wir an einem Strang ziehen, dann können die Paulberger Ritter wieder zu altem Glanz zurückkommen. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier gerade schon im Wasser sind, wir hatten ja auch hier unsere Geheimbase gehabt, Leute, die zweite Geheimbase. Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir uns hier mit den anderen treffen, mal hier einmal alles anschauen, was wir eigentlich hier so gebaut haben, Leute, beziehungsweise, oder was hier alles zerstört wurde von uns. Warte mal, ich meine, die alte, also die neue Geheimbase, sage ich mal, die wurde ja komplett gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Wo war das denn hier nochmal? Wo war denn, ey Leute, den Eingang hier habe ich nie gefunden. Hier haben die sich, glaube ich, irgendwie runter, ach, hier haben die es, glaube ich, runtergebaut, kann das sein? Warte mal, wir bauen das hier mal schnell weg. Zack, 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 zack. Ja, ja, hier ist einiges zerstört. War das nicht hier? Oh Gott, Leute, hier sind irgendwelche Gänge. Okay, aber ich glaube, irgendwo hier müsste doch unsere Geheimbase gewesen sein, oder spinne ich jetzt? Also, wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt eigentlich hier gleich irgendwo die Geheimbase sein. Außer wir sind jetzt hier ganz falsch. Boah, hier war der richtige Eingang. Hier hat sich auch irgendjemand so reingebaut und hier hat eigentlich das ganze Unheil seinen Lauf genommen, sage ich jetzt mal. Weil, oh Gott, hier sind auch wieder irgendwelche Tunnel. Nein! Oder sind das die Tunnel, wo die hier unsere Base gesucht haben damals? Ich glaube, hier haben die unsere Base gesucht, hier die Ampelkrieger, Banks, seine Truppe. Ach, und hier war der richtige Eingang, Leute. Oh mein Gott, das tut weh. Also ich muss ehrlich sagen, das war ja so das Ding, was uns Paulberger Ritter wirklich einfach komplett zerstört hat, als unsere zweite Geheimbase wieder mal zerstört wurde. Das hat uns irgendwie voll gebrochen, Leute. Da war keiner mehr motiviert, wieder irgendwas aufzubauen. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Das war einfach Ente gewesen. Das war hier einfach Ente gewesen. Alles, was wir gebaut hatten, wurde hier einfach in ein riesiges Kraterloch hier verwandelt. Sogar unsere XP-Farm wurde zerstört, Leute. Oh Gott, das ist echt so traurig. Das ist echt richtig traurig, Leute, wenn ich das hier sehe. Oh, warte mal, guck mal, da vorne ist ein Enderman. Den müssen wir einmal kurz mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen, weil, Leute, ich habe nur noch eine Enderperle. Gott, sind da viele Monster. Chillt mal euer Leben, Jungs. Chillt mal ganz kurz euer Leben, Freunde. Enderman, weil, Leute, man braucht hier schon Enderperlen, das ist schon sehr wichtig. Ey, schön hier bleiben, nicht am Feuerschaden sterben. Danke. Und wir haben wieder zwei Enderperlen, perfekt. Naja, das war auf jeden Fall die zweite Geheimbase. Wir können ja mal unsere alte Geheimbase angucken, wie die eigentlich mittlerweile aussieht. Naja, und dann ist da natürlich hier noch das Thema mit dem Hafen. Och, das ist auch so traurig. Guckt euch das hier mal an, wie das aussieht. Das sah mal wirklich hier alles so heftig aus. Also ich habe Real Talk, glaube ich, allein an der Burg irgendwie über 10 Stunden gebaut. Ey, es war so heftig und ja, es wurde einfach alles zerstört. Das hier war IT's Taverne. Die hatte der auch richtig mit Liebe gebaut. Und ja, ja, ich sag mal so, Ente hat auch hier wieder zugeschlagen, hat hier alles gesprengt. Hier auch den ganzen Berg weggesprengt, Leute, weil er hier irgendwie unsere Geheimbase vermutet hat. Und keine Ahnung, es war nicht nur Ente, es waren sehr viele Leute, die hier immer wieder was zerstört haben. Naja, auf jeden Fall, das war IT's Taverne und das hier war von MBK die Taverne und ja, was soll ich euch sagen, die wurde natürlich auch zerstört. Die wurde natürlich auch zerstört. Das ist echt richtig schade. Der Hafen sah mal so cool aus. Ja, und dann sind wir hier immer mit unseren Pferden so hochgeritten zu unserer Burg und da waren unsere ersten Stallungen, Leute. Hier war Mr. Berger immer drin. Warte mal, gibt's eigentlich Mr. Berger noch, Leute? Mr. Berger! Hä? Dem haben die ja voll ausgezogen. Der hat ja nicht mal mehr einen Sattel. Und seine Rüstung wurde auch geklaut. Ey, es reicht. Mr. Berger, wir werden dich bald wieder zu altem Glanz zurückbringen. Keine Sorge, du kriegst wieder einen Sattel und wir werden dir eine neue Rüstung machen. Ja, dann waren hier unsere Stallungen und ja, vielleicht der ein oder andere von euch erinnert sich ja noch hier an, ja, an unsere erste Geheimbase hier direkt unter unserer Burg, die dann leider aber auch relativ schnell entdeckt wurde. Ich gehe da mal runter. Ich war da schon echt lange nicht mehr drin, Leute. Mich würde es nicht wundern, wenn hier auch einfach mal wieder alles zersprengt wurde. Hier sind auch wieder irgendwelche komischen Tunnel. Da wurde wahrscheinlich nach der Geheimbase gesucht. Okay, und wir sind gleich unten. Leute, mal gucken, ob hier noch ein Stein auf dem anderen ist. Okay, okay, Leute. Die alte Geheimbase sieht sogar echt noch ganz gut aus. So, weg mit dir, Creeper. Zack. Die sieht sogar noch eigentlich ziemlich gut aus. Gut, hier die XP-Farm funktioniert ja leider nicht mehr. Hier haben wir sogar noch einen Spawner. So, dann hier war unser Angelbecken. Ach, Leute, die guten alten Zeiten. Aber wir werden uns wieder zurückkämpfen. Hier habe ich die ganzen Banner gemacht, Leute, für die Paulberger Burg. Unsere Chicken-Farm ist auch noch da. Warum läuft hier Wasser rein? Okay, wir haben sogar noch einige Chickies hier auf Lager. Auch sehr gut.
Ja, dann hier unser Farmbereich. Ach, das war schön. Das war schön. Und dann hier unsere Zimmer. Schlafsaal von MBK, Leute. Schlafsaal von Blackjack, der nie wirklich fertig gebaut wurde. Schlafsaal von IT. Elinas richtig schöner Schlafsaal. Und natürlich hier der Schlafsaal von King Crimex, Freunde. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch ja noch, wir hatten hier mal diese Kiste gehabt mit unserem Loot drin. Und ja, da haben wir auch unseren ganzen Loot verloren. Oh Gott, Leute. Ich darf da gar nicht dran denken. Was ist denn hier noch so drin? Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Ah, ein paar verzauberte Bücher, Explosionen, aber ja, nothing special. Nothing special, Leute. Vielleicht können wir die Base ja irgendwie mal wieder beziehen, ja? Weil ich meine, wenn wir hier irgendwie so ein richtig krasses... Ich meine, wenn ich die anderen dazu überredet bekomme, dass wir uns hier so eine richtig krasse neue Base bauen, dann können wir die ja vielleicht wieder benutzen. Ist zwar dann nicht mehr geheim, aber wir haben da zumindest schon mal Essen und so weiter. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück, was mir einfach komplett mein Herz gebrochen hat. Und zwar die gute alte Paul Berger Burg, Freunde. Hä? Was ist da für ein hoher Turm? Was ist das denn? Ja, die gute alte Paulberger Burg. Oder mittlerweile müsste man es ja eigentlich viel mehr Paulberger Ruine nennen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Was? Wer hat denn hier so einen hohen Turm gebaut? Willst da irgendwie jemand das Leben nehmen oder was? Naja, okay, man muss dazu natürlich sagen, dieses Loch, dieser Krater kommt von uns, als wir Ente in eine Falle gestellt haben. Aber ich sag mal, die ganzen anderen Zerstörungen an der Burg. Hier hat Amir irgendwie den ganzen Boden mit Eis ausgetauscht. Hier war die Gerichtsverhandlung, sämtliche Sprengungen. Die Türme sind beschädigt, Leute. Aber ich sag mal so, trotz diesen ganzen Angriffen steht die Burg eigentlich noch ganz gut da. Also ich glaube, man könnte die Burg sogar, wenn wir mal ehrlich sind, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die Burg kann man sogar relativ schnell wieder renovieren. Ja, man muss natürlich hier so ein paar Feinheiten mal wieder machen, so ein paar Treppenstufen hier dran bringen. Die Türme sind natürlich nicht mehr alle so schön gebaut. Das hat Wife hier nochmal neu aufgebaut. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar drum, aber er hat das natürlich auch nicht so 1:1 genau gebaut, wie ich das hier gemacht habe. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, die Paulberger Burg, die können wir wieder reparieren. Die können wir wieder herstellen, Leute. Und hier können dann die Paulberger Ritter sich wieder vereinen. Ich meine, wir hatten ja hier unsere Stallungen gehabt. Hier können wir wieder unsere Pferde unterbringen. Hier der Thronsaal. Wir können hier einen neuen Thronsaal wieder aufbauen. So, ich ziehe erstmal die anderen Schuhe an. Und vor allem, stellt euch mal vor, wir würden hier ein komplettes Dorf bauen. Das Paulberger Ritterdorf. Das wäre doch cool. Jeder hier so mit Häusern, dann können wir da eine komplette Mauer rumziehen. Ich hoffe, wir können die anderen jetzt überzeugen. Ich werde jetzt gleich mal hierher trommeln. Aber ich will mal ganz kurz noch schauen, wer hat hier so einen hohen Turm gebaut? Was ist das denn? Hier habe ich übrigens ein paar Bäume angepflanzt, damit wir hier, ja, damit eben hier mal wieder ein bisschen was wächst, Freunde. Und Leute, was ist das? Was ist das? Wer hat hier so ein riesiges... Soll das eine Falle sein? Soll das irgendwie eine Falle für jemanden sein? Warte mal, wir gehen da mal runter. Wir gehen da mal runter. Was ist das, Leute? Das geht übelst tief. Also ich glaube, man würde sogar hier dran sterben, selbst mit Federfall 4, wenn man hier einmal ganz runterfliegt, ohne Wasser. Ente ist beigetreten! Aha! Ente, Junge. Ente, der alles Zersprenger. Wegen dem haben wir doch aufgehört hier. Hey, Leute, wer war das hier? Wer hat denn hier so ein riesiges Tunnelsystem hier unter der Paulberger Burg gebaut? Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht wieder so ein neues, so neue TNT-Tunnel, um hier wieder alles zu zersprengen. Weil wir sind aber sehr weit unten, also macht eigentlich keinen Sinn. Okay, also keine Ahnung, wer das hier gebaut hat. Also ich würde sagen, ich schreibe jetzt hier gleich mal in den Chat rein. Wir gehen jetzt erstmal hoch zur Paulberger Burg, dann werde ich in den Chat reinschreiben, dass alle Paulberger Ritter sich versammeln. Vielleicht können wir es schaffen, dass die Paulberger Ritter sich jetzt wieder vereinen, Leute. Na gut, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal alle Paulberger Ritter zusammentrommeln. Habe ich da hinten gerade was gesehen? Habe ich da hinten gerade irgendwas gesehen oder war das hier nur das Pferd? Okay, ich dachte gerade schon, Leute. Ich werde hier schon paranoid, weil es sind auch gerade echt hier viele online. Oh, Eiterbeule ist auch online und Awesome Elina ist auch schon mal gut. Okay, es fehlt eigentlich nur noch Blackjack. Mal gucken, ob der auch gleich onkommt, Leute. Okay, ich werde jetzt mal kurz in den Chat schreiben. So, wir schreiben einmal Elina. So, weil niemand soll wissen, dass wir hier dieses geheime Treffen machen, dass die Paulberger Ritter wieder entstehen. Komm zur Burg. Wir müssen reden. Das gleiche würde ich sagen, machen wir auch nochmal hier bei IT. Komm zur Burg. Wir müssen reden. Okay, perfekt. Und Blackjack ist gerade leider nicht online, aber vielleicht haben wir Glück und der kommt gleich noch. Was war das hier gerade? Ich habe hier gerade irgendwas gehört. Okay, Leute. Ich dachte hier gerade, ich hätte irgendwas... Also irgendwie habe ich da hinten was gesehen und habe jetzt auch hier was gehört. Das ist irgendwie gerade ein bisschen... Ich vertraue hier niemandem, Leute. Wir wurden zu oft angegriffen. Warte mal, ich guck mal kurz hier, ob hier die Luft rein ist. Da
Da ist nur ein Pferd, Leute. Okay, soweit eigentlich hier alles gut. Hä? Wer ist das? Ah, das ist IT. Ach, vielleicht habe ich auch gerade nur IT gehört. Oder gesehen. Und da oben rennt noch jemand auf dem Berg. Wer ist denn das? Wer ist denn das? IT? Yo, Max. IT, moin. Yo, was geht? Alter, ich freue mich, dich richtig zu sehen, ey. Wir haben uns vor langer nicht gesehen. Ja, Mann, endlich wieder. Ey, IT, du weißt nicht, ich hab Krasses zu berichten. Oh, und Blackjack ist auch gerade beigetreten. Direkt zur Burg. Ich hab krasse News, aber warte mal, wer ist da oben noch gelaufen? Komm mal kurz mit, ich muss mal gucken, nicht, dass wir hier belauscht werden, weil ich hab Top-Secret-Informationen hier. Oha! Ja, lass mal ganz kurz hier gucken. Leute, ich hab hier irgendwie gerade hier oben, also irgendwas ist hier komisch. Ich sehe hier die ganze Zeit Leute rumlaufen. Und das war auf jeden Fall noch jemand anderes als IT. Okay, Elina hat auch geschrieben, sie kommt vorbei. Okay, ja, gut. Also ich habe hier irgendwie gerade jemanden noch laufen sehen, aber okay, na gut. Ich will nur nicht, dass wir belauscht werden bei dem, was ich jetzt hier besprechen will. Elina hat auch schon geschrieben, dass sie gleich kommt. Lass mal in die Burg reingehen. Oder und okay, let's go. Das ist Blackjack hier, glaube ich. Blackjack! Hä? Wo? Blackjack. Hi! Yo, was geht? Blackjack, freut mich, dass du wieder da bist. Ey, komm mal mit in die Burg, wir müssen reden. Oh Gott, hier ist ja alles zersprengt. Okay. So, ey, lass einfach mal hier in die Burg. So viel Wald. Ich habe vorhin ziemlich viel Bäume gepflanzt. Ah, krass. Damit wir Ding farmen können. Äpfel. Okay, ey, gut, dass ihr zwei schon mal hier seid. Oh, Blackjack fehlt noch. Ja, ich komme. Also, hast du keine Ding oder was? Kein Greifhaken? Blackjack ist ja voll der Amateur, Junge. Ja, weil IT wollte mir die ganze Zeit einen machen, hat aber immer noch keinen gemacht. Mensch, IT, ja, ey. Ich hab doch zwei Stück, Junge. Ey, Jungs, ja, wie lange haben wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen, ey? Ja. Boah, schon lang. Alter. Und da hinten kommt auch... nee, das Ente. Aber warte mal, mit Ente... Warte mal, was macht... Ente, das ist hier nichts für dich, Junge. Aber ich sag mal so... Ihr wolltet doch was Geheimes reden, oder? Ja, Ente... Was machst du dann hier? Ente, ich sag mal so, wir sind ja jetzt an sich eigentlich ja gerade ganz gut, oder? Ja. Ey, da hinten ist noch jemand. Da hinten ist noch jemand? Ah, das ist Elina, ja, die habe ich wirklich gerufen. Ey, Ente. Ente, komm mal ganz kurz. Ente, komm mal her. Komm mal her, Junge. Ich sag mal, ist vielleicht... Ente ist da? Nein, es ist keine Falle hier. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du auch hier bist. Elina, alles ist gut. Alles ist gut. Ich sag mal so, Ente, wir wollen... Ey, mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass du hier nicht mehr alles zersprengst, okay? Okay, Max, mach ich nicht mehr. Das ist gut. Ente, jetzt muss ich dich aber bitten zu gehen, weil das ist hier ein geheimes Treffen. Aber darf ich noch IT's Taverne sprengen? Nein, die darf auch nicht mehr gesprengt werden. Okay. Du hast genug gesprengt. Die ist schon kaputt, oder? Die Ciao, Ente. Ja, perfekt. Ey, Elina, freut mich, dass du auch hier bist. Jo, was gibt's denn? Was gibt's denn? Kommt mal her ins Licht hier. Das Ding ist, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich euch allen geschrieben habe, warum ich euch hier zusammengetrommelt habe. Und zwar, ich bin in letzter Zeit ein bisschen traurig, wie das hier alles gelaufen ist. Und ich meine, wir haben uns total aus den Augen verloren. Wir waren mal eine Einheit, sind auf unseren Pferden durch die Gegend geritten als Paulberger Ritter. Wir hatten die krasseste Burg, wir haben einen Hafen gehabt mit zwei Tavernen und eine krasse Geheimbase. Und jetzt aktuell, was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Aber wundert es dich ein bisschen? Nein, mich wundert gar nichts mehr. Aber ich sag mal, oh warte, Achtung, wir werden angegriffen. Und deswegen will ich euch jetzt hier meinen Vorschlag unterbreiten. Was haltet ihr davon, wenn wir die Paulberger Ritter wieder zurückholen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht so recht. Hä? Das Ding ist, ich war mir zwischenzeitlich... Ich dachte, die schreien jetzt alle ja. Gibt. Ich wurde so oft gefragt, mich haben so viele Clans gefragt, ob ich da hingehen soll. Wie, du wurdest... Leute haben versucht, dich abzuwerben, oder was? Ja, ganz, ganz komisch irgendwie. Aber keine Ahnung. Wir hatten ja auch, unsere Base wurde ja auch irgendwie gesprengt. Und hier ja, wurde auch ich alles weiß, gesprengt aber... Und so. Und dann irgendwie ist noch was mit den Ampelträgern passiert. Die sind gar nicht mehr so überzeugt davon. Ich bin komplett verwirrt. Na gut, ja, es hat sich einiges verändert. Irgendwie mit den Ampelkriegern ist ja Stress jetzt und mit den Königskriegern haben wir uns mehr oder weniger vertragen. Ja, es ist irgendwie komisch, aber vielleicht, ich sag mal, du bist ja ganz gut mit den Ampelkriegern, Elina. Ja, das stimmt, aber Vielleicht hat mir ein Herz gezogen. Ich weiß, aber vielleicht können wir das Kriegsbeil ja begraben, so wie wir es mit Ente auch gemacht haben. Ich meine, ich war echt sauer auf Ente, weil er alles zersprengt hat und jetzt haben wir uns auch wieder ausgesprochen.
Ja. Ich meine, es wäre doch eh viel schöner, wenn alle hier in Frieden leben würden. Ja, da bin ich bei dir. Aber was passiert denn dann mit den Ampelkriegern? Ich meine, ich glaube, wir haben ja schon mies Stress dann mit denen. Ja, ich sag mal so, dass da können wir uns ja was überlegen, wie wir die überzeugen können. Oder ey, was sind denn gerade eure Bedenken so? Ich dachte, ihr seid also genauso motiviert wie ich. Ja, ich sag mal so, 10-mal hochgesprengt, ey. Ich genau, so, das ist der so Punkt. Aufgebaut. Ja, das stimmt. Wir waren halt auch die Einzigen, die was gebaut haben. Und ich weiß, ich war selbst total demotiviert und wollte hier nie wieder was bauen. Aber guckt euch doch mal an, es ist doch langweilig. Es passiert doch sonst hier nichts im Projekt. Und ich meine, wir sind doch die Paulberger Ritter. Wenn hier jemand irgendwie was reißt, dann sind doch wir das. Ja, aber wer garantiert denn uns, dass, wenn wir jetzt hier wieder anfangen, IT und ich haben Stunden an Steinen gefahren. Ich weiß. Für die Burg. Weißt du? Und ich habe Stunden gebaut dafür. Ja, richtig. Aber wer garantiert denn uns, dass es nach 2 Tagen nicht alles wieder kaputt ist? Also ich würde sagen, lasst uns doch noch eine Chance machen, weil ansonsten... Guck mal, ich sag jetzt hier Folgendes. Ich werde jetzt hier was ankündigen. Und zwar, okay, wenn hier noch einmal was zerstört wird, dann werde ich das Projekt verlassen. Was? Aber ich will noch einen letzten Versuch starten. Und ich sag mal so, ich habe auch viel geredet mit den anderen. Und die haben mir auch versprochen, dass sie hier nicht mehr so Sachen zerstören werden, so öffentliche Gebäude. Ich meine, wenn eine Base gefunden wird, ist was anderes, aber... Ich meine, sowas muss man ja nicht zerstören, sowas Schönes. Okay, und wie stellst du dir das vor? Ich stell mir vor, dass wir als Paulberger Ritter wieder zurückkehren zu altem Glanz. Wie in den guten alten Zeiten. Eine Burg, ich will hier ein Dorf aufbauen. Wir können uns ja alle Häuser hier bauen. Wir können einen Stall bauen. Wir können alle mit unseren Pferden durch die Gegend reiten. Natürlich kann ja jeder für sich seine Geheimbase haben, so. Ja, und aber ich meine, so einen öffentlichen Platz. Ich meine, guck mal, so ohne die Paulberger Burg, findet doch hier gar nichts statt auf der Insel. Die Paulberger Burg war immer der Treffpunkt Nummer 1 für alles. Ja, stimmt, das war schon sehr zentral auf jeden Fall. Und ich weiß, es ist viel Arbeit, vieles wurde zerstört. Alleine kann ich es nicht schaffen, aber ich denke, gemeinsam können wir alles hier wieder zu altem Glanz zurückbringen. Ah, das stimmt schon. Wie sieht es denn mit Grundstückvergaben und so aus? Haben wir denn eine Chance, hier irgendwo was Cooles für uns auch aufzubauen? Voll, natürlich. Guck mal, ich kann euch ja mal meinen Plan zeigen, meine Vision. Also erstmal wir haben ja hier hinten so noch ein bisschen freie Fläche. Die könnten wir eventuell nutzen. Was ich aber cooler finde, kommt mal hier mit rüber. Und zwar, stellt euch mal vor, hier, da bauen wir uns so Hütten, so Häuser. Und dann werden wir hier alles umzingeln, dass es quasi so eine Mauer um das Dorf rum ist. Wie in so Burgen von damals, im Mittelalter. Okay, das heißt, das quasi die Burg ist quasi so der Mittelpunkt und wir bauen alles rundherum. Die Burg ist der Mittelpunkt und so dieser, ich sag mal, so falls mal Krieg irgendwie ist, die Burg halt. Und dann hier außen können wir unsere Hütten, da können wir Felder und so weiter machen. Okay. IT, was sagst du? Ja, die sind gar nicht überzeugt. Das ist eine coole Idee, da so ein paar Häuser hinzuzimmern, Leute. Ja. Aber als allererstes würde ich erstmal alles wieder reparieren. Ich würde den Hafen reparieren, ich würde die Burg reparieren. Elina, was sagst du? Was sagt ihr dazu? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, natürlich ist das Arbeit. Aber guck mal, ich sag auch mal so, vielleicht können wir unser Team auch erweitern mit Easy Cheesy. Die will ja auch immer viel bauen. Vielleicht können wir noch Easy Cheesy mit dazu holen. Guck mal, die baut doch auch immer so gern. Dann können wir, wisst ihr was, wir laden Easy Cheesy ein, das erste Grundstück hier in Paulberger Dorf zu bekommen. Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da wird sie sich freuen. Echt gut. Und ich sag mal, Was ist, wenn wir angegriffen werden nochmal? Was machen wir dann mit den Feinden quasi, die uns nochmal irgendwie zerstören wollen? Ja, angreifen natürlich. Den ziehen wir ein Herz. Okay. Ich meine, Elina, trotzdem ja noch. Also es geht ja, ich sag ja nicht, dass wir jetzt hier nur noch Friede, Freude, Eierkuchen machen und bauen. Ich meine, Blackjack hat ein Herz verloren. Dafür haben wir Amir hingerichtet, so, weißt du? Wir sind ja trotzdem... Ja, stimmt. Nach trotzdem wie in alten Zeiten. Einer für alle und alle für einen. So, wenn jemand sich hier gegen uns wendet, dann reiten wir alle auf unseren Pferden auf den los, so. Ja, okay. Ich meine nur, ich will uns... Guck mal, guckt euch mal an. Wir leben hier in einer Bruchbude. Das ist hier nicht Paul... Das ist... Dafür stehen die Paulberger Ritter nicht. Wir sind die coolste Organisation hier. Ja, in unserer Bruchbude hier. Let's das ist go. Eine Bruchbude. Das ist so Alphastein wird in sowas hier wohnen. Aber doch nicht wir, ey. Sind wir dann die Bruchbudenbrüder? Ja, wir sind die Bruchbudenbrüder aktuell. Mehr nicht. Ja, okay, also ich würde mal... Pass auf, ein Vorschlag. Ja. Ich würde mich breitschlagen lassen, wenn wir... Also mit SU zum Beispiel verstehe ich mich momentan wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wenn wir mit den Leuten hier einfach nochmal reden und wirklich klarstellen, dass hier das Zeug einfach...
in Ruhe gelassen wird, am besten Fall. Okay. Also ich sag's mal so, vielleicht kann ja Elina da ein bisschen vermitteln, weil mit SU, mit der ganzen Bande, sind wir ja an sich im Reinen gerade. Viel wichtiger wäre natürlich, dass wir jetzt mit den Ampelkriegern auch im Reinen sind. Aber die Ampelkrieger waren ja eh nicht so bekannt dafür, alles zu zersprengen. Ich meine, das meiste Schaden ist eher so durch Enten entstanden, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Also, wisst ihr was? Wir können es ja so machen. Ich überlasse jetzt, also ihr könnt es euch überlegen, wenn ihr dabei seid, bin ich auch dabei. Allein werde ich das Projekt verlassen. Allein werde ich aufgeben. Aber wenn ihr dabei seid und wir die Paulberger Ritter wieder zurückholen, dann können wir, glaube ich, Großes erreichen. Ihr müsst nicht jetzt hier eure Antwort geben. Wir können das gerne, ihr könnt gerne erst eine Nacht drüber schlafen, aber ich will nur, dass ihr wisst, alleine bin ich raus. So viel sei dazu das gesagt. Waren ja schon eigentlich auch. Leute, ich glaube, wir haben sie überzeugt, Leute. Ich glaube, wir haben sie überzeugt. Ich habe mein Schild auch noch, Leute. Also eigentlich ja, ich auch. Bin ich schon dabei. Ja, warte mal, habe ich gerade gehört, dass ihr dabei seid? Ja, wir sind wieder dabei. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Paul Berger! Also ich würde sagen, wir können jetzt ja hier mal abchecken. Blackjack, ID, ihr könnt wieder eine Nachtschicht einlegen und Stein fahren. Ja! Ach, willkommen! Yeah. Und ich glaube, ich werde die Tage einfach einen Reparaturstream machen, wie ich hier die Burg wieder reparieren werde. Also ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall so an, dass wir die Burg, den Hafen und die Tavernen reparieren, damit erstmal alles wieder vernünftig aussieht. Und dann fangen wir an, hier das Dorf zu bauen. Seid ihr dabei? Ich bin dabei. Sehr gut, stark, Leute. Okay, dann weiß jeder, was zu tun ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, ja? Jo, okay, sehr gut. Leute, die Paulberger Ritter sind zurück. Okay, ich freue mich übertrieben drauf. Ich will hier nämlich wieder gemeinsam mit den Paulberger Rittern alles erobern. Wenn ihr das auch feiert, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Haut da rein, Leute. Euer Crimex.